Hey Leute, heute ist die Minecraft 1.3 rausgekommen und ich werde euch alle Neuerungen und Veränderungen präsentieren. Also, bis gleich. So, und die Neuerungen beginnen schon bei Create New World. So, wir erstellen einfach eine Welt, die nennen wir Minecraft 1.3. Und dann gehen wir auf More World Options. Erst noch Creative, dann More World Options. So, wir sehen, es gibt zahlreiche neue Felder. Zum Beispiel bei World Types gab es ja schon vorher. Wurde jetzt Large Biomes hinzugefügt, also größere Biome. Biome muss ich wohl nicht länger erklären. So, Allow Sheets kann man halt einstellen, ob man cheaten will im Spiel. Muss man selber entscheiden. Und dann gibt's noch die Bonus Chest. Oder die Bonus Chest. Das ist halt eine Kiste, die am einen Anfang so Spitzhacken und alles Mögliche gibt. Werden wir auch mal machen. So, als Seed ist egal und dann Done. Gehen wir auf Create New World und warten mal ab. So, der Ladebalken ist auch verschwunden. Ist auch eine Neuerung. So, wenn wir dann in unserer Welt angekommen sind, die wir gerade neu erstellt haben, sehen wir schon eine kleine Kiste mit vier Fackeln umrundet. Das ist die Banner's Chest. So, da machen wir einmal Rechtsklick drauf und wir finden Holz und eine Spitzhacke, eine Stone Axe, eine Wood Axe und noch mehr Holz. Da können auch Äpfel und Brot drin sein, also da kann ziemlich viel drin sein. Alles, was einem den Start erleichtert. Ich würde da, wenn man ein Anfänger ist, könnte man es eigentlich machen, aber ansonsten ist es eigentlich unnötig. Ich weiß nicht, ob es einen Spielspaß wegnimmt, aber damals gab es ja auch nicht uns. Naja, aber ich finde es trotzdem eine gute Idee, besonders für Anfänger. So, kommen wir zur nächsten Neuerung. So, dafür bin ich jetzt kurz in eine andere Welt gegangen und kommen wir erstmal zum Inventar. So, wir sehen, es gibt ein neues Inventar. Das ist jetzt geordnet nach Redstone, Decoration Blocks, Building Blocks, Transportation, Miscellaneous und man kann sogar Items auch suchen. Das heißt, wenn wir sagen, wir wollen kurz eine Wood Axe, gehen wir einfach ein Wood, Egg, eine Wood und dann haben wir sie hier schon. Perfekt. Finde ich eigentlich sehr gut, da muss man nicht stundenlang suchen, sondern hat sie alle auf einen Blick. So, das zum Inventar. Da gibt es halt noch diese hier. Und das Survival Inventory, was ich auch sehr gut finde. Das kann man nämlich zum Beispiel auch, wenn man jetzt Rüstung hat, sage ich mal, kann man die auch im Creative anziehen. Ist zwar nicht so ein, ist zwar ziemlich unnötig, aber es ist einfach witzig. Wir sehen, wir haben jetzt Diamantrüstung an im Creative Modus. Deswegen finde ich das auch immer gut und man kann sich hieraus jetzt Sachen nehmen und dann in sein Survival Inventory machen. Und dann kann man zum Beispiel wechseln auf Survival. Das ist dann sowas, eigentlich könnte man das dann auch mit Too Many Items vergleichen, finde ich. Weil man ja jetzt auch cheaten kann. Zum Beispiel können wir jetzt Game Mode auf 0 setzen und wir sind Survival. Wenn wir das nicht mehr sein wollen, können wir Game Mode 1 machen und wir sind Creative. So, außer den zwei Game Modes gibt es noch einen dritten. Das ist das Adventure Mode. Der ist extra für Adventure Maps gebaut. Und das ist Game Mode 2. So, wir sehen, es sieht so aus wie Survival Mode, aber wenn wir jetzt was abbauen wollen, geht das Ganze nicht. Die Spieler können wir zwar noch schlagen, aber wir können gar nichts mehr abbauen. Wir können zwar noch Türen öffnen und Schalter betätigen, aber abbauen geht nicht mehr. Das liegt halt daran, dass bei Adventure Maps viele schummeln und deswegen hat Jeb jetzt diesen, wie soll ich sagen, Game Mode entwickelt, um dafür Abhilfe zu schaffen. Finde ich eigentlich auch ganz witzig. So gibt es keinen Weg mehr zu schummeln, es sei denn, man hat Allow Sheets on und stellt einfach, wie ich jetzt, auf Game Mode 2. Oder man hat halt irgendwas anderes. Moment, ach, ich meine Game Mode 1 meinte ich. Außer diesen Sheets gibt es natürlich noch ein paar andere. Und zwar zum Beispiel, sagen wir, XP Skaltier 3. Ach nee, XP 3. XP Skaltier. Und dann habe ich 3131 Erfahrung dazu gewonnen. Auch ein Sheet, wenn man zum Beispiel verzaubern will. Oder was es auch noch gibt, so schönes.
Man kann jetzt auf Slash Seed gehen und dann zeigt er einen den Seed an, was ich jetzt nicht machen werde. So. Und dann kann man halt auch noch Sachen schreiben, was auch ziemlich unnötig ist, aber naja, warum nicht? So, jetzt gibt es auch Slash Help. Da wird einem dann alles angezeigt, was es so gibt. Zum Beispiel der Game Mode hier, Gift, dass man sich Items geben kann, Kill. Man könnte auch sich selber killen, aber das machen wir jetzt nicht. Und dann halt Me und dann irgendeine Aktion. Was ich auch witzig finde, wenn man jetzt auf Teleport geht, also es gibt zwei Seiten bei Help. Wenn man jetzt auf Teleport geht, kann man sich auch zu Koordinaten teleportieren. Finde ich eigentlich auch sehr gut. Wenn man zum Beispiel mal sein Haus bei einer bestimmten Koordinate hat und sich dann verläuft, kann man immer zurückfinden. Ist also sehr, sehr hilfreich. So, kommen wir zur nächsten Neuerung. So, es gibt nun auch neue Blöcke. Das sind die Emerald-Blöcke, also Smaragd. Da haben wir einmal das Smaragd-Erz, was wir unten und tief unter der Erde finden, und Smaragd-Blöcke, die wir halt aus Smaragden craften können. So, Smaragde sind dazu da, um mit Villagern zu handeln. Das heißt, wir machen einen Rechtsklick drauf und sehen, für 18 Heu würden wir ein Smaragd bekommen. Also würde uns nichts bringen, es sei denn, wir wollen Smaragde haben. So, für diesen bekommen wir für ein Smaragd 3 Brot. Das heißt, wenn wir mehr geben, bekommen wir natürlich mehr Brot. So, irgendwann verändern sich auch die Angebote, also ich würde immer ab und zu mal vorbeischauen. Und jeder hat halt was anderes, zum Beispiel der hat Melonen. Manchmal haben sie auch ziemlich gute Sachen wie Diamanten oder ähnliches, aber naja. Es ist auch möglich, dass sie manchmal mehreres wollen, also ein Emerald und ein Brot zum Beispiel für einen Thunfisch, sag ich mal. Das ist natürlich auch möglich, obwohl es keine Thunfische gibt in Minecraft. Aber naja. So. Noch neu an den Blöcken ist, dass wenn man die jetzt abbaut, also Erze. Ach, jetzt muss ich Survival Mode erstmal machen. Bekommt man Erfahrung dazu. Wir sehen, wir bekommen Erfahrung dazu. Das funktioniert allerdings nicht bei Eisen und Gold, weil man das dann ja da beliebig oft machen könnte und so sich einen Vorteil verschaffen könnte. Deswegen halt nur bei Diamant und Kohle. So, zu den Emerald-Blöcken nochmal. Wenn wir die abbauen, bekommen wir auch Erfahrung. Allerdings sind diese hier sehr schwer zu finden. Also, ich würde sagen, ein bisschen leichter als Diamanten, aber trotzdem immer noch sehr schwer. Da muss man schon ordentlich suchen. Aber, naja, ich finde die Idee, mit den Villagern zu handeln, trotzdem ziemlich gut. Wie einige von euch schon wissen, hat der Gravel jetzt eine neue Textur. Das sieht ziemlich blöd aus und ich weiß nicht, die alte war besser. Aber es ist halt was Neues und naja, ist auch eigentlich so ziemlich der einzige Block, der eine neue Textur hat. Die anderen sehen eigentlich alle so gleich aus. Vielleicht bis auf ein paar Pixelveränderungen. So, was jetzt auch neu ist, an den Blöcken sind noch die Holztreppen. Und zwar kann man die jetzt auch an Unterseiten von Blöcken bauen, was auch ziemlich witzig ist. Kann man auch tolle Bauwerke mitbauen. Oder wenn wir sie hinstellen, können wir sie wie einen ganz normalen Holzblock abbauen, was vorher auch nicht so war. Also wir sehen, es gibt hier auch Neuerungen. So, bei den Slabs ist das, glaube ich, immer noch so, dass wenn man den abbauen will, braucht man eine Spitzhacke, weil es mit der Axt einfach zu lange dauert. Aber wir können das einfach mal testen. Game Mode 0. Wenn wir jetzt Wooden Slabs haben, viele kennen das Problem mit der Axt, dauert das gar nicht mehr so lange. Und jetzt dauert es mit der Spitzhacke länger. Also das ist auch behoben, finde ich echt super. So. Auch neu ist der neu hinzugefügte Stolperdraht. So, den craftet man, wenn man Tripwire Hooks heißen die Dinger und Seeds auf den Boden legt. So, wir brauchen dann zwei Blöcke und dann können wir hier einen. Verbindet er die beiden. Wenn wir dann darauf drücken, wird etwas aktiviert, was einen Redstone-Impuls auslöst. Das heißt, wenn wir dann hier rauftreten und das mit Redstone halt verbunden haben, wird es aktiviert und man kann halt zum Beispiel Fallen bauen oder Lampen anmachen oder Türen aufmachen, also ganz viel. Ist auch sehr nützlich. So. Noch neu ist jetzt, wenn wir Open to LAN gehen, etwas im Menü. Das heißt, wenn wir Open to LAN gehen, können wir halt einstellen, wir gehen auf Creative und der Logo steht auf On und dann können wir Start LAN World machen. Und wenn wir das gemacht haben, erstellt er einen Server.
So. Oder wir können einfach auf Slash, oder wir gehen einfach auf Slash Publish und dasselbe passiert. Also, wir können jetzt, und dann können andere Spieler halt, die im selben Netzwerk sind, der Einzelspielerwelt beitreten, was ich echt super finde. Kann man endlich zusammenspielen, ohne einen blöden Hamachi-Server oder ähnliches zu machen. So. Was ich auch cool finde jetzt an den Serveränderungen ist, dass man, wenn man einen Minecraft-Server hat, kann der Admin ein Texturenpaket festlegen, was dann für alle Spieler gilt. Das heißt, sagt der Admin halt, alle sollen Hannibal LP als Texture Pack haben. Wird auf dem Server überall Hannibal LP sein. Das heißt, man kann kein anderes Texture Pack verwenden. Ist eigentlich auch ganz gut, hat zwar auch Nachteile, aber kann auch viele Vorteile haben. So. Zum Beispiel, dass man dann nicht schummeln kann und etc. Zusätzlich wurden auch die Mob-Glitches behoben. Also vielleicht kennt ihr das, wenn man hier rumläuft und auf einmal kommt hier so ein Monster aus der Map raus, geht wieder weg, geht raus und wieder weg. Halt diese komischen Glitches, die wurden auch zum größten Teil behoben. Also das wird eigentlich jetzt kaum noch vorkommen. So, zusätzlich wurde noch der RAM-Speicher erhöht, beziehungsweise die RAM-Auslastung und CPU-Auslastung erniedrigt. Das heißt, es gibt jetzt weniger Lags. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob das auch funktioniert, aber es soll weniger Lags geben, was eigentlich schon mal gut ist. Denn viele haben ja Probleme damit, dass Minecraft laggt und ja, Minecraft ist da sehr speziell. So, es wurden auch ein paar neue Sounds implantiert und zwar, naja, die kann ich nicht benennen, aber auf jeden Fall neue Sounds gibt es nun. Welche werdet ihr vielleicht irgendwann herausfinden? Ich weiß es noch nicht. Dazu kenne ich die 1.3 Sounds noch nicht. Aber es sollen neue Sounds da sein. So wie auch mehr C418 Musik. Kennt ihr diese Minecraft-Musik? Und davon soll es jetzt viel mehr geben. Weil vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, nach der 1.8.1 hat das mit der Musik ein bisschen abgenommen. Und jetzt gibt es halt wieder mehr Musik. Finde ich auch viel besser. Da die eigentlich auch eine tolle Begleitung ist zum Spielen. So, noch eine witzige Neuerung ist, wenn wir jetzt Eimer haben, können wir die zu 16 stapeln. Also können wir 16 auf einmal stapeln. Finde ich auch echt witzig, ging vorher nicht. Und so hat man einfach, wenn man Eimer haben will, viel mehr Platz im Inventar. Ist auch ziemlich hilfreich. Zum Beispiel für die, die gern Seen bauen oder Wasser schöpfen müssen und ähnliches halt. Aber wenn ihr jetzt mit 16 Eimern hier rauf geht, im Survival Mode, könnte man ja denken, dass alle 16 Eimer gefüllt sind. So, wir probieren es einfach mal aus. Es geht nicht. Da haben sie nämlich schon vorgesorgt. Man muss dann immer einen Eimer haben und damit kann man das machen. Ansonsten geht das halt nicht. So, die können wir auch nicht stapeln. Das sind jetzt zwei unterschiedliche Eimer. So. Natürlich können wir auch so welche machen, aber dann haben wir drei Eimer mit Wasser und der Rest ist immer noch gestapelt. Also man kann da leider nicht schummeln. Naja, was heißt leider, ist eigentlich auch gut so. Naja. So, auch neu und ziemlich witzig ist, dass wenn man jetzt auf Vornächstes geht, kann man auch Holzsachen verbrennen. Wie das Ganze genau funktioniert, weiß ich nicht. Aber man soll eigentlich alle Sachen aus Holz verbrennen können. Warum das jetzt nicht klappt, weiß ich nicht. Aber eigentlich müsste das gehen. Weil früher konnte man halt nur, warum ist denn? Normales Holz mit Kohle verbrennen. Frag mich nicht, warum das jetzt nicht geht. Oder ich glaube, das war ganz normales Holz, konnte man früher nur verbrennen. Halt so Holzkohle. Und jetzt ist es auch so gebaut, dass man auch Holzsachen verbrennen soll, also können soll. Warum das jetzt nicht geht, weiß ich nicht, aber probiert es einfach nachher selber nochmal aus. Es müsste eigentlich klappen. Die Dispenser wurden auch bearbeitet. Und zwar, wenn wir jetzt in die Dispenser Eimer tun, also Wasserbuckets oder Lava-Buckets und dann einen Knopf betätigen, fließt es aus den Dispensern raus. Wenn wir nochmal raufdrücken, geht es wieder rein. Was ich wirklich ziemlich cool finde. Das gleiche gilt halt auch für Lava.
Am besten finde ich, dass es noch wieder reingeht. Das heißt, man kann das beliebig oft machen und theoretisch grandiose Fallen bauen. Und die Lava bleibt sogar noch liegen. Das heißt, bei Lava hätte man einen doppelten Vorteil. Macht man einfach die ganze Zeit ganz oft und dann, naja, nur als Beispiel. So, das gleiche gilt auch für Boote. Das heißt, wenn wir jetzt einen Rechtsklick drauf machen auf den Knopf, zack, haben wir ein schönes Boot. Ist bei Minecraft-Häfen dann sehr gut, als Beispiel. Für Minecraft, Minecart ist das natürlich genauso. Wenn wir hier Rechtsklick drauf machen, zack, haben wir hier unser schönes Minecart. So. Können wir natürlich halt Eimer reinmachen und ähnliches. Eigentlich kann man da alles reinmachen. Außer, ich weiß nicht, ich glaube, alles geht auch nicht. Aber vieles zum Beispiel. So, was auch ziemlich cool ist, ist, dass man jetzt Spawner-Eggs reinmachen kann. Und Rechtsklick drauf und zack, hat man ein Hündchen zum Beispiel. Das ist mir auch nur durch Zufall jetzt aufgefallen. Also, das ist eine echt geile Neuerung. Also, ich liebe diese Neuerung. Das funktioniert eigentlich, müsste eigentlich mit allen Items so funktionieren. Zum Beispiel mit Ender-Eis, bin ich mir nicht sicher, aber probieren wir es aus. Naja, funktioniert nicht. Aber halt mit Spawner-Eggs, was schon ziemlich cool ist, oder mit Fire Charge. Funktioniert es auch. Oh, ja. Das war dann nicht so günstig, aber der Hund hat es ja überlebt. Ansonsten müsst ihr halt gucken und ausprobieren, was noch so für Items gehen, aber es gehen jedenfalls auf jeden Fall schon sehr viele. So, was auch eine echt tolle Neuerung. Weg damit. Was auch echt eine tolle Neuerung ist, ist das Tagebuch. So habe ich es genannt. Eigentlich heißt es Buch und Feder, aber ich nenne es Tagebuch. Und zwar, wenn man Rechtsklick darauf macht, kann man hier irgendwas reinschreiben. Zum Beispiel, ich bin Askalter. Okay, gehen wir auf die nächste Seite. Ich bin Askalter. Gehen wir auf die nächste Seite. Ich bin Minecraft Let's Player. So, wenn wir dann fertig sind, können wir auf Done gehen. Und dann können wir es irgendwann wieder aufrufen und weiterschreiben. So, das Ganze geht dann bis zu 50 Seiten, glaube ich. Entweder war es 50 oder 60. Also man kann ordentlich was schreiben. Und ihr könnt das halt in Kisten, zum Beispiel auf dem Server in Kisten tun, damit andere Mitspieler es dann auch lesen können. Das ist dann eigentlich auch sehr witzig. Kann man auch tolle Adventures mitmachen. Zum Beispiel jetzt. So, wenn wir dann vollständig fertig sind und nicht wollen, dass das noch jemand bearbeitet, gehen wir einfach auf Sign. Und dann können wir einen Buchtitel eingeben. Ich nenne es Das Vermächtnis. Sign and close und schon haben wir ein Buch. Und wir sehen, es ist lila und glänzt. Das Vermächtnis bei Askalter. Das ist aber ein tolles Buch. Das werde ich kaufen. So, ist eigentlich sehr witzig und auch eine tolle Neuerung. So, jetzt gibt es nicht mehr viel, aber wir kommen ja zu den anderen Neuerungen. Und zwar, wie ihr schon gemerkt habt, sind nun die Städte bzw. die Dörfer biomabhängig. Das heißt, wie ihr seht, Sanddörfer sind aus Sandstein und die normalen sind aus Holz und es gibt halt auch welche mit Schnee und ähnlichem. Müsst ihr einfach mal sehen, falls ihr mal eins in Schnee sieht, wie das aussieht. Das habe ich nämlich noch nicht gesehen. Aber es ist halt vom Biom zu Biom abhängig. So, was auch neu ist, ist dieser Tempel bzw. diese Pyramide, die hier ein bisschen verbuggt ist, da eigentlich hier ein Eingang sein muss. Aber naja, man kommt einfach hier irgendwie rein, weil hier ein Eingang ist. Die sind eigentlich immer gleich aufgebaut, beziehungsweise meistens. Und in der Mitte ist halt ein blaues Wollefeld. Und dieser Pilz, keine Ahnung, warum der hier ist. So, den zerschlagen wir weg. Und wo kommen wir hin? Ganz genau, in die Geheimkammer der Dorfbewohner. So, was ich euch nicht empfehlen kann, ist, hier direkt runter zu springen, weil ihr dann auf dieses Teil landet, auf diese Pressure Plate, welches TNT aktiviert und dann alles weg ist. Also geht immer auf Nummer sicher und grabt euch eine Seite runter. Vorsichtig runter, damit ihr erstens nicht stirbt und zweitens nicht die Pressure Plate aktiviert. Denn das kann ziemlich fatal sein, da hier sehr gute Items sind, wie Diamanten, Gold, Gold, okay, wobei Gold nicht so gut ist, Knochen,
Sehr viele Knochen, rotten Fleisch, wahrscheinlich von den Dorfbewohnern, wie sie verrottet sind. Und noch mehr Gold. Da kann halt alles Mögliche drin sein. Diamanten sind eigentlich sehr selten, aber haben wir auch welche gefunden. So. Das Ganze hat dann noch einen Dachboden, wo man hier schön rausgehen kann und hey, ist auch ganz witzig. Und wenn wir jetzt mal gucken, das ist ein Creeper. Es gibt diese Creeper-Blöcke jetzt, also Sandstone-Blöcke, die aussehen wie Creeper. Gab es glaube ich auch schon vorher, aber ich finde es trotzdem witzig. Naja. So, zusätzlich zu den Pyramiden gibt es auch noch Dschungeltempel. Das sind so kleine Cobblestone-Tempel im Dschungel, wo Fallen sind und wo man Kisten findet. Diese habe ich leider auf dieser Welt noch nicht gefunden. Aber ich kann ja mal gucken, ob ich sie noch auf einer anderen Welt finde. Bis gleich. So, dieses Dschungel-Tempelhaus habe ich leider nicht mehr gefunden. Aber dafür würde ich euch jetzt nochmal die sonstigen Neuerungen erstellen, die ziemlich interessant sind. Das sind echt coole Neuerungen. So, dafür gehen wir als erstes mal in den Nether oder beziehungsweise werde ich euch vorher nochmal die Ender-Chests zeigen, bevor wir in den Nether gehen. So, und zwar, vielleicht kennen sie einige von euch schon die berühmten Ender-Chests. Die sind ziemlich gut. Denn zum Beispiel, wenn wir hier eine Ender-Chest haben oder was reintun, funktioniert das wie ein Server, wovon man von jeder Ender-Chest etwas abrufen kann. Das heißt, wir können hier eine hinstellen, wo wir ganz viele tolle Sachen reintun und wenn wir im Nether sind, können wir diese ganzen von der Ender Chest abrufen. So, das heißt, wenn wir jetzt hier eine Ender Chest haben, ist der Sand da immer noch drin. Und wenn wir hier eine haben, ist der Sand hier immer noch drin. Und wenn wir den jetzt hier rausnehmen, ist er hier auch nicht mehr drin. Das heißt, wir haben sowas wie ein globales Netzwerk, wo wir einfach hier was reintun können und woanders wieder abheben können. Das ist ziemlich cool, aber zum Beispiel für einen Server lohnt sich das. Kann aber auch gemein sein, weil dann jeder daran gehen kann. Aber es ist einfach unglaublich. Also, das ist echt gut. So, zum Craften, das werden wir auch mal kurz craften, brauchen wir einfach nur Obsidian. 8 Stück. Und ein Enderauge. Welches wir auch craften müssen von Endermans und noch irgendwas anderes, weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube Fire Charge. Endereis, wo haben wir sie denn? Da haben wir eins. So, und zum Craften ist es ganz einfach. Nehmen wir 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und in die Mitte ein Eye of Ender und schon haben wir eine Ender Chest. So. Aber warum wir jetzt eigentlich in den Nether gegangen sind, sage ich euch jetzt. Denn, auch dieser Nether ist ziemlich laut. Wenn wir jetzt auf Spawn-Eggs gehen, suchen wir uns einfach mal den Zombie-Pigman raus. Und zwar können die Mobs jetzt auch vom Nether, wenn sie durchs Portal gehen, in die richtige Welt kommen. Was ziemlich gruselig ist. Das heißt, Mist, ich habe auf Peaceful. Nein. Sagen wir, ich gehe auf Options und stelle auf Hard. Was ziemlich hart ist. Guck mal, es gibt neue Settings. Witzig. Naja. Wenn wir jetzt auf Hard stehen und ganz viele von diesen Viechern machen, ganz viele natürlich. Und jetzt sehen, dass wir, sperren wir eins hier rein, sehen wir, dass diese durchs Portal durch können. Die können einfach durchs Portal durchgehen. Sagen wir, wir schlagen ein. Ja, und jetzt gehen wir ins Portal und hauen ab. Dann können nämlich die Pigmen uns folgen. Ich weiß ja nicht, was hier passiert, aber naja. Wir nehmen auch Sai. Okay, jetzt hat es geklappt. Wir sind jetzt hier. Huch. Und jetzt warten wir einfach mal. Und schon ist der erste da. So, den einen hier, den haben wir gerade eben aus Versehen gemacht, als wir. Den habe ich aus Versehen gerade eben gesetzt, aber den anderen, der ist erschienen. Was wir auch mal machen können, wir können das Ganze. Das nerven die wieder. Ganze testen. Tja, jetzt sind sie gefangen, jetzt können sie nicht mehr nerven. Und zwar, wenn wir hier jetzt Bricks reintun und da in die Mitte Pigman, dann müssten sie irgendwann verschwinden. Oder auch nicht. Naja, auf jeden Fall stand es auf der Liste, dass das bald erscheinen soll. Warum das jetzt nicht klappt, weiß ich leider auch nicht. Aber naja, es ist trotzdem eine coole Neuerung, dass die Mobs jetzt zwischen den Welten, sage ich mal, hin und her switchen können.
Und naja, wenn es dann nachher auch noch klappt, wäre super. Vielleicht ist nur so ein kleiner Bug, der noch gefixt werden muss. So, ansonsten noch zu sonstigen Sachen gibt es halt den Demo-Modus nun, wo man 5 Tage lang Minecraft spielen kann und dann wird man halt gefragt, ob man es kaufen möchte oder die Demo beenden möchte. Das ist halt für Leute, die Minecraft noch nicht gekauft haben, aber es testen wollen. Es gibt ja auch viele, die haben sich das immer gecrackt, um das zu testen. Und nun hat Jeff das halt erkannt und dachte, naja, mache ich doch einfach eine Demo, dann gibt es auch weniger Cracker. Denke ich mal, dass er es deswegen gemacht hat. Ist auf jeden Fall auch eine sehr gute Idee. Ansonsten kann man, jetzt habe ich schon gesagt, kann man eigentlich, gibt es nicht viel mehr anderes. Also es gibt noch ein paar Bugfixes und bla bla bla. Aber das könnt ihr auch alles nochmal nachlesen. Da werde ich euch nochmal einen Link hinschicken. Ansonsten wäre es das erstmal gewesen. Und dann würde ich mich nochmal bedanken und dass ihr dieses Video geschaut habt und hoffe, es hat euch auch gefallen und weitergeholfen. Falls ihr sonst noch irgendwas habt, was unbedingt noch in dieses Video soll oder was. Oder falls ihr noch Fragen habt, dann stellt sie einfach. Ich werde sie euch beantworten. Und ansonsten war es das jetzt. Das sind jetzt die wichtigsten Neuerungen und die besten. Und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß und bis zum nächsten Mal.